Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Capture One. Und heute erkläre ich euch die Reparaturebene und die Kopierebene, die kürzlich in Capture One 20 im Einzug erhalten hat. Gleich nach dem Intro geht's los. So, also wie erwähnt, hat es da eine kleine Änderung gegeben zu Capture One und hat den Workflow ein wenig vereinfacht. Ich habe da vor ein paar Jahren schon mal ein Video gemacht, wie ich Personen entfernt habe. Ich blende das hier gleich mal ein. Und da musste man damals pro Reparatur oder Kopierebene musste man eben eine Änderung machen und dann musste man die nächste Ebene machen. Und das hat sich eben vereinfacht. Man hat auch die Symbole hier oder die Icons hier ein bisschen angepasst. Also Reparaturmaske kann man auch erreichen mit der Taste Q oder eine Klonmaske mit der Taste S, also Kopierstempel oder Reparaturpinsel, wenn wir in Photoshop schon Go bleiben wollen. Gut, dazu drücke ich einfach jetzt einmal die Taste Q, beziehungsweise zoomen wir mal rein. Und wir haben hier, wenn wir das Menü einstellen, haben wir hier Größe, Härte, Deckkraft und Fluss ganz normal zum Einstellen. Und zusätzlich hat man hier unten noch, dass man die Pfeile nachher auch anzeigen kann. Ich gehe jetzt mit der Härte ein bisschen nach oben und die Größe werde ich auch ein bisschen kleiner machen. So, Taste Q ist gedrückt. Ich pinsel es hier einfach mal drüber und Capture One stellt mir oder sucht sich einen Bereich und korrigiert mir diesen ausgefüllten Bereich. Mit der Taste M kann man hier das jeweils immer nochmal anzeigen lassen. Und da male ich jetzt einfach mal drüber, wie ich das haben möchte. Und wie man sieht, es geht ziemlich schnell das Ganze. Und hat die ganze Verbesserungen hier, hat mein Workflow eben schon vereinfacht. Also ich muss jetzt weniger in Photoshop arbeiten, beziehungsweise ich auch ein bisschen fauler geworden bin in letzter Zeit, dass ich jedes Bild in Photoshop reinjage, rein importiere und dann da nochmal bearbeite, sehe ich nicht ein, dass in Capture One eben auch ganz gut funktioniert. Ich kann jetzt hier aber auch, damit ich die Übersicht behalte, kann ich hier auch die Pfeile eben ausblenden. Man kann hier ganz normal in weiterarbeiten. In den meisten Fällen behalte ich das bei, damit ich eine Übersicht habe, wo Capture One die Quelle hernimmt, wo es verbessert. Und so, schauen wir sich einmal das Ganze an. In der normalen Sicht, ich habe hier noch einen Bereich, den ich anpassen möchte. Ein bisschen größer den Pinsel. Und jetzt blende ich mir das Ganze wieder ein hier. So. Und hier genauso. Wo fällt mir noch was auf? Hier. Wenn ihr merkt, dass ein kleiner Fehler sich eingeschlichen hat oder ihr mit den Kopien nicht zufrieden seid oder mit der Reparatur, klickt einfach nochmal drauf und mit der Backspace-Taste könnt ihr
Das Entfernen oder Entfernen-Taste war das hier. Gut, dann gehe ich nochmal mit der Härte ein wenig zurück, mache mir das Ganze nochmal ein bisschen kleiner und bessere es hier aus. Hier. Und dann hier noch bei den Lippen. Dann nimmt sich Capture One leider woanders die Quelle. Und das mache ich jetzt hier ebenfalls. So. Ja, sieht ganz gut aus. Was ich noch machen kann, und dazu werde ich jetzt da die Kopierebene verwenden. Ich zoome hier nochmal rein. Und dieser Mundwinkel hier, der ist mir zu dunkel. Jetzt nehme ich die Taste S, vergrößere mir den Pinsel etwas und gehe aber hier jetzt damit den Fluss ein bisschen runter. Und jetzt pinsel ich hier einmal drüber. Und der Unterschied eben zum Klonen ist eben, dass ich hier jetzt da zwingend einen Quellpunkt brauche. Deswegen habe ich hier auch diese Meldung. Das heißt, mit der Alt-Taste einfach mal daneben hinklicken. Und jetzt da kann ich das Ganze schön anpassen. So. Das könnte ich jetzt hier auch noch machen. Und jetzt teste ich noch hier mal aus, was mit den kleinen Härchen hier eben passiert. Da gehe ich nochmal mit dem Fluss ein wenig runter. So. Natürlich kann ich jetzt da auch, wie bei allen anderen Masken oder Ebenen, kann ich hier auch die Deckkraft verändern. Sieht man hier jetzt da beim Mundwinkel ganz gut. Ich kann sie nachher eben ausblenden. Und ich kann sie ganz normal, wieder umbenennen. Mundwinkel. Ah. Die nenne ich jetzt einmal Basis. Eine weitere coole Sache, da bin ich eigentlich durch Zufall drauf gekommen, dass das ganz gut funktioniert, und zwar ist das die Retusche von Augenringen. Und wir kennen das alle, dass man da ziemlich lang oft braucht, dass man das wirklich korrigiert bekommt. Und ich möchte das einfach nur zeigen, das geht ziemlich schnell in Capture One mittlerweile. Taste Q drücken. Na, jetzt hier. So, einmal drüber. Capture One nimmt natürlich von woanders den Bereich, den verschieben wir einfach da so, dass es passt. Nehmen wir einfach die Wange wieder her als Quellpunkt. So, fertig. Und das machen wir gleich beim zweiten Auge, auch wieder hier bei der Wange. Und nachdem ich jetzt ein bisschen drüber gepinselt habe. So. Vorher, nachher. Coole Sache, oder? Ihr seht, man kann sehr viel mittlerweile schon innerhalb von Capture One erledigen. Man braucht nicht unbedingt Photoshop oder Affinity Photo dazu, dass man eben gewisse Teile oder Bereiche im Gesicht retuschiert. Aber es ist schon, ja, eine große Vereinfachung vom Workflow. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online geht, und schreibt mir in die Kommentare, was ihr eben noch für Themen über Capture One besprochen haben wollt. Ich werde das dann beim nächsten Video dann unterbringen. Und bis dahin, ciao Leute.